und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, vergesse ich noch, meinen Kämpfer zu wechseln, bevor ich die Aufnahme starte. Dann werde ich daraus lernen. Ja, in der letzten Folge haben wir relativ viel Erfolg gehabt eigentlich. Ne? Machen wir mal wieder Link. Da bin ich nochmal freigeschaltet. Haben wir nicht irgendjemand noch freigeschaltet? Jetzt ganz blöd oder was? Pit, ah ja, Pit hat man, glaube ich, freigeschaltet. Nee, den will ich aber nicht. Mir, glaube ich, ein bisschen zu nervig. Nehmen wir Long aus Pennsylvania. Googelt dann einfach mal. Und das lustig. So, King Hippo, Ausdauer Smash. Riesenverwandlung für Gegner und ich habe eine Menge Sachen, die ich auf den werfen kann oder schießen kann. Komm schon. Oh Gott, der hat mir mit einem Schlag hier fast alles abgezogen. Oh. Boah, der haut mir einfach nur eine rein. Macht der nur diesen Angriff? Ja, ich bin tot. Niederlage fortsetzen. Und versuchen wir nochmal. Einmal noch. Ich glaube, gegen den wäre Simon eigentlich nicht schlecht. Oh. Also, weil wir im Boxring sind, ne? Deswegen setzt du deinen Box, deinen Boxhandschuh ein, ne? Ah, ehrlich? Ja, komm. Solange ich nicht, hey, ich lebe noch, seht ihr. Solange ich nicht irgendwie mal eine Dings hier bekomme, eine Fähigkeit, womit sich meine Abwehr oder so erhöht, denke ich nicht, dass ich in nächster Zeit diese Level 3 Dinger hier schaffen werde. Und vielleicht muss ich echt so einen Abwehrgeist oder so haben, ne? Vor allem, das hier sind alles nur Angriff. Vielleicht liegt das daran, ne? Dann lass mich mal ganz kurz hier gucken. Gibt da irgendwo ein Abwehrgeist, den ich bestimmt hochleveln kann, ne? So, evolvierbar. So, auf Stufe 99. Oh, cool. Dann wird er ja zu Level 3, ne? Oder er hier. Aber er hat mehr Abwehr, glaube ich. Ach, Dreck. Dreck. Ja, die Dinger kann ich eigentlich auch noch einsetzen, ne? Was ist das hier eigentlich? Wie Octoling? Keine Ahnung. Aber wenn ich ihn evolvieren könnte, dann hätte ich doch bestimmt ein bisschen mehr Abwehr, ne? Dementsprechend auch mehr Chancen zu gewinnen, oder? Sehe ich das jetzt hier so richtig? Wir sagen es auch für Gegner, weil die anfeuern. So. Wie so frustrierter Schlag. Oh, lasst euch verdammt noch mal treffen. Oh, oh. Weg mit diesen Blumen, ich fresse Blumen.
Oh, tschüss, das war relativ einfach. Mein Gott. Ja, ich glaube, ich sollte mehr so auf Abwehr jetzt gehen. So, da unten sieht wieder aus. Lapras, dich brauche ich. Ne, ist Wasser versinken für dich. Lapras brauche ich doch, glaube ich, ne? Das ist auch ein Transport-Pokémon, oder? Würde irgendwie Sinn machen, dass ich damit über Wasser irgendwie... Ach ja, ich habe ja den hier. Sollte ich vielleicht mal ausnutzen, ne? Warte, habe ich meine Bombe gerade an der Dingen abprallen lassen? Komm schon, ich bin ja immer noch am Leben. Was ist das? Nein. Oh, macht es mir doch jetzt nicht hier so schwer, ey. Oh, Lapras. Gehen wir an, das Pokémon Mormo, um übers Meer zu kommen. Aber erstmal will ich da unten das Dojo oder auch immer das freischalten. Ja, sag ich doch. Dann können wir nach Kanto. Bitte sei nicht zu stark, bitte sei nicht. AT. Stärkere Fernkampfwaffen für Gegner. Ganz Platoon Häuschen, haben wir nicht schon eins? So ein Dojo fürs Platoon. Ah, ich bin grün. Und ich liebe es. Alter. Boah. Okay. Warum kann ich manchmal nicht springen? Es ist allgemein voll schwer, wenn er irgendwie gegen 3, 4 Gegner auf einmal kämpfen muss. Egal, wie schwer die Ausdauer sind. Da liegt eine Knarre, weg damit. Weg damit. Was? Nein! Boah, was ist denn jetzt schon wieder passiert, ey? Das lief so gut, ey. Ich habe den so viel Schaden gemacht. Läuft neben Leben wieder so gut. Boah, jetzt läuft das wieder alles voll kacke. Aber ich habe die Knarre. Muss ich gar nicht. Ich verliere mich hier voll aus dem Blickwinkel, ey. Bist euch. Bist euch. Komm schon, irgendjemand. Blick mal raus. Nein, da steht natürlich wieder niemand. Hier noch einer ist rausgeflogen. Ja.
Ah, die Aktivitätsleiter Geist, gut. Nehme ich an. Okay. Was für Aktivitäten? Arti besuchen. Einkaufen, gut. Ja, nur wegen gut. Ah, ich habe kein Geld. Ich hab kein Geld. Wie sieht's denn hier aus? Fehlt natürlich wieder nur einer. Ja, warte mal hier. Da ist ein Geist. Ah, nee. Sprungkraft für Gegner. Er klingt nicht so nervig. Oh, ich sehe gerade, da ist noch ein Glurak dabei. Dreck. Natürlich ist wieder Melinda. Es ist immer Melinda mit irgendeinem anderen. Oh Gott. Wie solange du den machst. Ja, der weicht natürlich im letzten Moment aus. So. Und den Kampf habe ich. Auch nicht. Nein, lass mich rein. Du kannst doch gar nicht ins Wasser rein, Glurak. Du bist ein Feuer-Pokémon. Oh, Tee. Ja, genau. Boah. Anfang lief natürlich wieder perfekt und danach. Oh, ich will da durch, da ist ein Kämpfer, wenn das Ike ist, ne? Oh. Du Pissei. Ins Wasser. Ja, Feuer gegen Feuer, ne? Oh. Ja, danke. Oh, dieser Pisser. Hey. Ich glaube, ich brauche echt so einen Abwehrgeist. Aus Fehlern wird man klug. Na, guck mal, wie wenig Schaden sie noch bekommt. Ist gar nicht riesig, oder? Boah, die hat meine Bombe gerade weggehauen. Und diese Kämpfe gegen Melinda, ne? Jedes Mal das gleiche, ey. Immer diese extra Typen hier. Wert. Oh Gott. Oh nee. Was? Habe ich ihn da jetzt getroffen, ey? Boah. Okay, kann ich da schon wieder nicht vorbei? Jedes Mal gleich. Frustriert mich hier langsam. Bei mir ist nicht wirklich irgendwie was ich brauche. Level 3, der war Level 4, ne? Geil. Weil weh, ich komme da nicht weiter. Ah, Neptunus. Oh, ich muss niesen.
Ah, da ist auch hier geil. Oh, willst du mich verarschen? Kann man nur so oft diese verdammte Dingens ausführen, ey. Auch in der Luft machen jetzt andauernd. So, Dual Wielding. Was machst du jetzt? Ich habe zwei Schwerter und ein Schild. Mind blown. So, neue Fähigkeit kaufen. Bitte. Okay. Sag mal, irgendwas Gutes muss doch hier dabei sein. Den Schuss erhöht ihre Munition. Ultra Smash Leitung. Das könnte eigentlich auch nicht schlecht sein. Also was, darauf bauen wir jetzt hin. So, 100 Dinger brauche ich nur noch. Geil. Wenn er doppelt so schnell lädt oder so, dann wäre es schon richtig gut. Zwei. Alola Kokowai. Ausdauer Smash. Der Gegner setzt sein Smash oben ein. Er scheint nur bestimmt Pokémon aus Pokéball wählen. Ja, ich frage mich welches. Wenn ihr mir nur einen Tipp geben würdet, ne? Ich habe jetzt nicht Ausdauer, denke ich hier. Riesenpalutena. Ist das eine Big Waifu? Aber warum habt ihr eigentlich immer alle mehr HP als ich? Ja, ist gut. Ja, Smash oben bringt ja nichts, wenn ich am Boden bin. Und du ein über mir. Boah. Brauchst diese Blumen oder nicht? Ist doch schon schön genug, ne? Boah. Was ist das? Tschüss. Raus hier. Der Tritt, der ist voll disrespectful. Schnappt er sich einfach und tritt einen voll in den Rücken. So, du, komm her. Okay, lass mich raten. Ja, ich habe sowas von gewusst. Der Gegner hat super Rüstung. Wir sind kaum zu unterbrechen. Ausdauer-Smash. Schaffe ich nicht. Ich will da gar nicht erst versuchen. Also, niedrige Schwerheit. Okay, aber wir kommen trotzdem zum Kämpfer hin, ne? Cream and Cheese. Schon wieder mit Linda, mit irgendjemanden. Die ist immer mit irgendjemanden. Tschüss. Was? Ja, niedrige Schwerkraft, ne? Hab gesagt, vergiss dich. Ich meine, habe ich nicht gesagt, aber ich meine es. Hi. Okay. Gut. Bis Heilung. Ja, Wario kann sich heilen, indem er auf Gegner drauf beißt, habe ich gemerkt im 100er Smash. Nein, ich will da runter. Mich schütze. Alles klar. Grün. Grüne Geister. Dann technische. Ja, jetzt kann ich meinen Laser nicht mehr machen. Oh, das gibt's doch einfach nicht.
du Eling. Boom, tschüss. Crouching Tiger. Der Mii-Schütze kämpft nur mit. Geil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Ich brauche 100. Das ist nicht genug. Jetzt, wenn man Goldini in einem Meister dabei findet. Was? Oh, da ist das, wo wir hin müssen. Hey, Shantae. Starke, wollte schon immer mal spielen, aber weiß ich nicht. Habe ich irgendwie nie dazu. Wollen ja auch viele in Smash als spielbarer Charakter haben, aber wenn sie jetzt hier schon als Geist erscheint, nehme ich mal an, ist die Chance relativ niedrig, ne? Also wenn du hier schon als Geist aufgetaucht bist, ne, dann wenn als spielbarer Charakter noch dabei bist, ist genauso, als wenn du irgendwie eine Helfer-Trophäe hier wärst, dann kannst du ja nicht mehr ein spielbarer Charakter werden. Deswegen ist mal Luigi auch keine Chance mehr, hier ins Spiel reinzukommen. Also irgendwie alle so Leute gesehen, die irgendwie so auf reagiert haben auf das Release dieses Spiels und so. Na, Leute sind direkt traurig geworden, als sie gesehen haben, Waluigi ist schon wieder eine Helfer-Trophäe. Da haben sie direkt gewusst, oh nein, dann kann er ja nicht spielbar sein. Und alle waren sehr enttäuscht. Vielleicht beim nächsten Mal bei Smash 6, ne? So, Truhe. Lernjuwelen. Yes. Sehr gut. Wie viele brauche ich noch? 70 irgendwann, ne? Ja, 64. Schon wieder ganz vergessen, was wir bekommen würden, wenn ich mir holen wollte. Vero und Lokführer Link. Wie Captain Falcon. Du stehst auf Autos. Ja, geil. Hallo? Ich bekomme nicht mal Schaden davon, hallo? Habt ihr den gesehen? Tschüss, beide weg mit euch. Cool. Ja, kann wahrscheinlich nicht mehr dadurch, ne? Ja, gibt schon irgendwie so eine Route, ne, die ich hier einhalten muss. Wat? Was ist da denn aufgetaucht? Ich habe da irgendwie 3-4 Dinger gesehen auf einmal. Rick. Eisalarm, der Boden lässt Kämpfer und schlittern und gefrieren. Er startet mich direkt am Boden. Was ist das denn für ein Dick-Move? Was? Der Boden auch? Okay. Nein. Dafür muss es extra ein Ausweichding machen, ey. Ja, super. Von allen Charakteren muss ich ausgerechnet von Kirby erledigt werden. Nein, der bringt. Oh. Boah, das ist voll kacke. Tschüss. Boah. Was für ein Rick. So.
seine Mitte, lass mal das noch holen. Wieder irgendwo rein, ne? Waldhügel. Oh Gott. Okay, das ist ein Rattalos. Nein, in der Luft oft sein Spezial seitwärts ein. Oh Gott. Ja, voll langsam irgendwie. Da bin ich mir rein. Bist du ehrlich? Er sich auch. Sir, verpissen Sie sich. Diesen Sprintangriff. Ramse. Okay. Ach ja, damit der Ultra Smash sich schneller auflädt. Ne, das habe ich mir ausgesucht. Tricky. Musik. Nur ein Stern, ich kriege locker hier. Oh. Ich würde schon sagen, das ist nicht vom Monster Hunter die Musik. Auf jeden Fall, der Gebiet hat auch schon so Ähnlichkeit, so hat irgendwie so ein Monster Hunter Level. Ja, das ist definitiv Musik von Monster Hunter. Ja, schon mal irgendwie erwähnt, dass ich denke, dass ein Jäger aus Monster Hunter vielleicht ein spielbarer Charakter sein könnte. Und langsam bin ich doch schon so ein bisschen überzeugt, dass das vielleicht sein könnte. Diese scheiß Pilze. Steh ab. Kein Bock auf diesen Mist. (lacht) 99 Geisterteams. Tower aus. Okay, also mal. Wenn man versucht, ob ich wieder ein paar Geister leicht nur erledigen kann. Der Geistertafel. Alter! Nein. Hey. Okay. Boah, immer wenn ich ihn gerade hatte. Ja, ist, als würdest du irgendwie gegen so einen Spammer online kämpfen, ey. Über einen Angriff irgendwie kennen. Ja, was? Oh. So nervig, ey. Warte, hier komm. Alter.
Na komm näher. Voll Furcht einflößen, wenn er so so eine Geschwindigkeit auf einen zurennt, ey. Tschüss. So, mein Gott. Ja, wenn ich hier verreckt bin, ey. Ja, nicht wahr sein, ey. So, gibt's ja noch was. Knopf. Haha. Rambi. Raus hier. Komm, auf begeistert habe. Ich muss bessere Geister haben, ey. Ist das ein Fall? Mit 20 Schatztruhen. Ah, okay, ich wollte schon sagen. Was habe ich denn Besonderes gemacht? So, irgendein Killer-Dingen bräuchte ich hier. Wer ist er denn? Dark Matter. Versuchen wir mal. Krieg ich nie im Leben hin, aber weil man da wieder zwei Leute sind, ne? Ha, du. Ich muss nur dich erledigen, oder? Ich sag mir, ich muss nur dich erledigen. Sieht mir schon ein bisschen zu einfach aus. Oh Gott. Was ist das denn? Konter. Konter. Ach, ich hab das Schwert. Und da ist trotzdem nicht so schwer. Konter. Konter. Das sieht irgendwie voll lustig aus. Ja, und sie ist einfach nur so. Konter. Konter. Und dann war mal so ein Schlitz. Konter. Da bist du. No, nein, bitte nicht. Oh, sehr gut. Oh nee, da kommt noch einer. No, ich bin da unten. Au. Ey, was war das denn, ey? Oh. Wir langsam stärkere Dinger hier haben, ey. Ich will gar Nino haben, ist auch Fire Emblem 7, mein Lieblingscharakter. Ja, was soll's. Ich brauche mal stärkere. Kann ich nur mit. Ich brauche halt mit Abwehr, das ist schon wieder Angriff, ey. Was mache ich hier eigentlich? Hey, wir haben beide einen Stirnband und haben die gleiche Haarfarbe. Haarstil. Meine ich. Geil. Lass sich ruhig mal treffen lassen, ne? Was? Ach komm schon. Versuchen wir die ja noch. Habe ich die nicht schon? Ja, uns wieder so ein Haken sein, ne? Ja. So, kann ich irgendwas hier einsetzen? Tausch die Geister, tausch alle Geister gehen. Tausch alle neu aus. Nein. Bringt mir alles gar nichts.
aber bringt mir nichts. Ja, er hat jetzt voll gemacht. Da sind schon wieder zwei Gegner. Ich krieg hier voll auf die Fresse, aber versuchen wir mal. Oh, stärkere, ey. Geht's doch nicht. Ich sehe gerade zwei Gegner sind hier. Boah. Oh, schon wieder der? Ich sehe nur, er liegt am Boden. Oh, nein, das gibt's jetzt einfach nicht. Okay. Ich habe so einen Moment nur gedacht, ich habe Steuerlink vor diesen Spiral angefangen. Boom. So, das Gute ist, ich kann hier nicht so schnell rausfliegen. Also, so gut. Setzt nur einmal die Hilfe-Trophäe ein, da bringt es jetzt nicht so. So, tschüss. Ja. Drei Sterne Geist bekommen. Oh. Was? Oh, ich konnte nicht. Weil ich keine Dings hatte oder was? Boah. Ja, versuchen wir das noch und dann reicht das. Ich brauche mal stärkere Dinger. Ey. Ich habe nicht genug GP, um die irgendwie. Boah, das ist ja wohl nicht zu fassen, ey. Okay, ist gut. Boah, das ist ja voll mies, ey. Ich hab eine Musik, ey. Irgendwie auf Street. Ja, okay, Kami, ne? Ja. Boah, ich hätte nur verarscht von einigen. Ja, klappt sogar. Was war das denn jetzt, ey? Hey, vielleicht die heftigsten Kämpfe aller Zeiten in diesem Spiel. Ich kann ausspammen. Nein, die Ehre war. Aber da wird mich doch nie im Leben töten, oder? Ich mal annähernd. Nein! So, tschüss. Boah, ey. Ich spiele so jetzt bitte vermassel das nicht. Nein, oh Mann. Ich krieg so was Kotzen in dieses Spiel. Ich hätte zwei neue haben können, aber nein. Ah, tschüss.